Herzlich willkommen zum Stadtgespräch. 500 bis 900 Milliarden Euro ist es teuer. Das bedingungslose Grundeinkommen. Was heißt das? Was bedeutet, man soll ca. 1000 Euro im Monat bekommen, einfach so, bedingungslos? Bedeutet das, arbeiten nur noch, wenn man Lust hat? Unser Thema heute. 1000 Euro für jeden Bürger in ganz Deutschland. Einfach so, jeden Monat. Ein Angebot, das wohl niemand ablehnen würde. Dies ist die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Es gibt verschiedene Modelle, aber in einem sind sich alle gleich. Ein regelmäßiges vom Staat ausgezahltes Einkommen, das jeder Bürger Zeit seines Lebens erhält, ohne jede Verpflichtung, Kontrolle und Bedingung. Allerdings, jede andere Sozialleistung, wie zum Beispiel Kindergeld oder BAföG, würde wegfallen. Eine Idee, die allerdings auch auf Kritik trifft. Auch Staatsrat Joachim Schuster hat seine Zweifel an diesem Modell. Ich halte sie nicht für realistisch und vor allen Dingen auch nicht für wünschenswert. Weil ich glaube, ein bedingungsloses Grundeinkommen oder jede Sozialtransfers müssen an Erwerbstätigkeit gekoppelt werden. Und nur für Menschen, die nicht erwerbsfähig sind, da kann man über bedingungslose Sachen nachdenken. Ansonsten würde ich davon abraten. Die Befürworter heben jedoch die unzähligen Vorteile des bedingungslosen Grundeinkommens hervor. Schwarzarbeit und Steuerflucht würden voraussichtlich verschwinden. Existenzängste wären fast auszuschließen. In einer abgeschwächten Form könnte sich sogar Joachim Schuster das bedingungslose Grundeinkommen vorstellen. Also ich könnte mir das sehr gut für Kinder vorstellen, weil ich glaube, mit so einem Grundeinkommen für Kinder, die ja ohnehin nicht arbeiten sollen, wir wollen ja nicht, also, dass unsere Kinder arbeiten, sondern dass sie was lernen und sich erstmal entwickeln können. Dort könnte man also familienpolitische Leistungen deutlich gerechter organisieren. Man könnte viel Bürokratie sparen. Man würde Stigmatisierung, also von Hartz-IV-Empfängern beispielsweise, vermeiden und würde dafür sorgen, dass Kinder bekommen kein Armutsrisiko mehr wird. Es klingt fast wie ein Traum. Nur noch arbeiten, wenn man Zeit, Kraft und Lust hat, trotzdem jeden Monat 1000 Euro auf dem Konto. Aber gäbe es für Jugendliche dann noch genügend Anreiz, sich nach der Schule einen Arbeitsplatz zu suchen? Die Befürchtung liegt nahe, dass ein Großteil der Bevölkerung nicht mehr für das Bruttosozialprodukt wirtschaften würde und sich große Lücken im Bundeshaushalt auftäten. Es gibt also viele Fragen zu klären. Wie würde das bedingungslose Grundeinkommen finanziert werden? Bringt es anstrengungslosen Wohlstand? Würden nachkommende Generationen von der Arbeit entwöhnt? Oder würde sich dann jede Arbeit endlich wieder lohnen? Die Antworten darauf jetzt im Stadtgespräch. Ja, so viele Fragen, die ich jetzt alle meinen Gäste stellen werde. Und bei mir sind ganz verschiedene. Fange ich mal mit der Dame an, nicht wahr? Helga Ziegert, SPD-Abgeordnete, herzlich willkommen. Gleich daneben Dr. Magnus Bulert, Sie sind sozialpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion hier in Bremen. Herzlich willkommen. Ja. Dann auf meiner rechten Seite Jan Hövener, Mitinitiator Bremer Dialog Grundeinkommen. Herzlich willkommen. Und daneben Hans-Jürgen Hofmeister, Sie sind ein Eurojobber und Sie könnten sich das mit dem Grundeinkommen, glaube ich, ganz gut vorstellen. Herzlich willkommen. Wenn man vom bedingungslosen Grundeinkommen spricht, da gibt es ja eigentlich verschiedene Modelle. Was besagt denn jetzt dieses bedingungslose Grundeinkommen, Herr Hövener? Ja, das besagt natürlich zunächst mal das, was man damit einerseits persönlich verbindet, sich vielleicht vorstellen kann, andererseits das, was öffentlich eben damit auch verbunden wird, dargestellt wird. Zunächst mal ist es einfach ein Begriff, der, denke ich, ein ganz passender Begriff dafür ist, dass man eben einen Geldbetrag erhält, monatlich, so das ist eigentlich gängig bei allen Modellen, bei allen Ansätzen, Ideen, die da diskutiert werden, bei dem eben also ein Geldbetrag monatlich ausgezahlt wird, bedingungslos, als Grundrecht. Ohne dass da mit einem Arbeitszwang verbunden wäre oder eine Bedürftigkeitsprüfung. Die Höhe schwankt da, glaube ich, ne? Dazu gehört noch, dass man sagen muss, dass die Höhe schwankt ganz klar in den verschiedenen Ansätzen, Modellen, Überlegungen. Es schließt sich eben auch sehr viel weiteres daran an. Also zunächst mal muss man noch dazu sagen, dass wenn wir über Grundeinkommen sprechen, dann sprechen wir in der Regel über einen Betrag, der so hoch ist, dass er die existenzielle Grundlage und die gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. So, dass man da auf einen Betrag in der Regel kommt von etwa
ich sag mal, 800 bis 1500 Euro. Mhm. Bei diesen Beträgen spricht man eigentlich über ein bedingungsloses Grundeinkommen. Es gibt auch Ansätze, die noch darunter liegen, aber das ist dann eigentlich schon wieder deshalb nicht bedingungslos, weil im Grunde ein faktischer Zwang ausgeübt wird, indem dann dieser Geldbetrag so niedrig ist, dass derjenige, der diesen Betrag erhält, davon eigentlich nicht leben kann und gezwungen ist, wieder sich einfach anzubieten auf dem Arbeitsmarkt, ohne da wirklich mitsprechen zu können. Da gibt es ja mehrere Ansätze. Dieter Althaus, der ehemalige Ministerpräsident, hatte auch das solidarische Bürgergeld mal angedacht und es wurde diskutiert. Es gibt dann noch verschiedene Ansätze. Was ist das Besondere an diesem bedingungslosen Grundeinkommen? Oder was ist der Unterschied auch? Also ich denke, das fängt schon damit an, mit dem, was auch Herr Althaus als solidarisches Bürgergeldmodell vorgestellt hat, dass wir da anfangen, über Grundeinkommen wirklich zu sprechen. Es ist allerdings ein Betrag, der sehr niedrig gefasst ist. Es wird oft vorgeworfen, dass das eigentlich ein Betrag ist, der sogar noch unter Hartz-IV-Niveau liegt und das könnte nicht das Weisheitsletzter Schluss sein. Mhm. So. Und dann gibt es wirklich eine Vielzahl von Modellen. Wir sollten uns vielleicht darauf beschränken, auf die, die jetzt hier in Deutschland gegenwärtig diskutiert werden, weil es wird auch weltweit intensiv über dieses Thema beraten und gestritten und vorgestellt. Also bekannt ist es ja unter anderem durch Götz Werner auch diese Idee des Grundeinkommens, aber er ist beileibe nicht der Einzige, der in diesem Feld unterwegs ist. Es fällt nur besonders vielleicht auf, weil er eben ein sehr erfolgreicher Unternehmer ist, der ja auch von den Arbeitnehmern seines Unternehmens, das er gegründet hat, eigentlich hoch geschätzt ist und auch von den Gewerkschaften. Da würde ich mal die Parteien hier links fragen. Ja. SPD, FDP haben wir hier sitzen. Totales Kukulores oder was sagen Sie dazu? Es kommt, finde ich, darauf an, welche Art von Grundeinkommen, welches Modell man sich da vorstellt. Sie reden jetzt vom bedingungslosen Grundeinkommen, soweit ich weiß, beanspruchen ja fast alle Modelle, das für sich ein bedingungsloses Grundeinkommen zu sein. Ein bedingtes Grundeinkommen haben wir ja schon mit Hartz IV. Also das muss man ja sehen. Hier in Deutschland fällt ja niemand ins Bodenlose, sondern wir haben ja eine ziemlich gute soziale Absicherung. Und dann hängt ja die Frage davon ab, wie hoch soll das sein und wer soll es finanzieren? Ein Grundeinkommen bedingungslos oder wie auch immer, wird natürlich immer durch Arbeit finanziert, nämlich durch die Arbeit derer, die dann eben das erarbeiten und dieses Grundeinkommen eben nicht bekommen. Und wenn ich jetzt mal das Götz-Werner-Modell, was eben so gepriesen wurde, von meinem Vorredner nehme, dann ist das in der Tat, sieht das ja eine Höhe von 1500 Euro vor. Die Vorstellung ist dann dahinter aber, dass sämtliche Sozialleistungen, die es sonst so vom Staat gibt, also vom Kindergeld übers Wohngeld bis zur Jugendhilfe und alles, das ist etwa ein Betrag von 700 Milliarden Euro, dafür verbraucht wird. Es ist nicht vorgesehen, dass es Steuererhöhungen gibt. Im Gegenteil, Herr Werner, Zitat, sagt ja, es ist widersinnig, dass Leute, die durch viel Arbeit viel zur Leistung beitragen, nun auch noch progressiv besteuert werden. Das soll also überhaupt nicht passieren, sondern finanziert werden soll es, außer durch die Streichung sämtlicher Sozialsysteme, also von der Krankenversicherung bis sonst wohin. Krankenversichern müsste man sich dann selbst und alles andere auch, durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Nämlich, er sagt, wer besonders viel verbraucht, der soll eben auch besonders viel zahlen. Das würde aber schon, das hat man ja mal ausgerechnet, bei einem Grundeinkommen nur von 800 Euro schon eine Mehrwertsteuererhöhung um ca. 130% erfolgen. Und Herr Werner stellt sich dann auch vor, dass damit eine starke Flexibilisierung der Arbeit verbunden ist. Also er stellt sich vor, eine Aufhebung der Tarifautonomie, eine Lockerung des Kündigungsschutzes und so weiter, sodass im Grunde genommen dabei rauskommt und natürlich der Entlastung der Arbeitgeber von sämtlichen Sozialkosten. Bisher zahlen sie immerhin noch die Hälfte der Sozialabgaben. Sodass im Grunde wir also eine Abwälzung der Soziallasten auf den Steuerzahler haben, auf den Staat, eine Entlastung der Unternehmen und eine Flexibilisierung von Arbeit. Und das ist, finde ich, kein Modell, was dazu beiträgt, dass Menschen
sich emanzipieren können, dass sie vom Arbeitszwang befreit werden können, sondern da sehe ich eher das Gegenteil. Herr Bulat. Ja, aber es ist doch so, wir haben ja als FDP auch ein Modell, was ein Grundeinkommen organisieren soll, dass also man... Gibt's nur 420, ne? Nee, das ist nicht so. Wir wollen ja sozusagen auch Wohngeld, Arbeitslosengeld, zwei Kindergeld und andere Transferzahlungen zusammenfassen. Insgesamt gibt es da ja fast 150 von. So dass man dann durchaus in die Größenordnung von 700 Euro kommt. Aber dann muss man auch über solche Fragen, wie sie eben angesprochen waren, reden, nämlich über die Frage, wer zahlt die Krankenversicherung? Wie viel schaffen wir es, Arbeit und Transfereinkommen voneinander zu entkoppeln? Das ist ja auch eine Sache. Wir haben sozusagen einen Teil, der arbeitet, aber wir haben ganz viele Einkommen, die erwirtschaftet werden, ohne zu arbeiten. Wie kann man die in so einer Gesellschaft auch beteiligen an etwas? Und die andere Frage, die sich auch stellt, ist, weswegen wir ja unser Bürgergeldmodell gemacht haben, dass wir gesagt haben, die Verwaltung dieser ganzen Transferzahlungen ist so aufwendig, ist so kompliziert. Die Leute müssen zu x Ämtern gehen und erklären, dass sie bedürftig sind. Und da gelten dann immer andere Bedürftigkeitsgrenzen, dass wir sagen, nein, das kann man vereinfachen. Da bleibt auch zu viel Geld im System. So, und dann muss man in der Tat darüber reden, was empfindet unsere Bevölkerung gerecht? Denn es müssen einerseits die gerecht es empfinden, die Transferleistungen bekommen und auf der anderen Seite die, die es tragen. Und da meine ich, Transferleistungen sind diese Leistungen, die man im Moment als Bedürftiger nämlich bekommt. Genau, oder dann eben, dann als Bürgergeld oder als Grundeinkommen, diese Transferleistungen, die müssen ja einerseits von denen als gerecht empfunden werden, die sie bekommen und andererseits auch von denen, die sie erwirtschaften. Und da sind nicht diejenigen gemeint, die jetzt große Einkommen haben, sondern die, die gerade sozusagen an der Schwelle sind. Das sind Diskussionen, die wir jetzt immer über Lohnabstandsgebote oder über Zuverdienstmöglichkeiten, wo wir als FDP sie verbessern wollen, führen. Das sind die Debatten, in die wir kommen. Und die andere Frage ist immer, wie sieht es auf dem Arbeitsmarkt aus? Ja, gibt es überhaupt genügend Arbeit, sodass Arbeitswillige wirklich dann auch auf dem Arbeitsmarkt die Chance haben, entsprechende Löhne durchzusetzen? Oder dass man sagt, bitteschön, jetzt macht erstmal 5 Jahre Praktikum und kassiert dann das Bürgergeld. Das Bürgergeld kann ja nicht gewünscht sein. Das Bürgergeld soll ja auch den Niedriglohnsektor stützen. Wir werden da gleich weiter drüber sprechen. Bleiben Sie dran. Und da sind wir wieder zurück. Ach, wäre das nicht schön? 1500 Euro im Monat und ich mache einfach, was ich will. Herr Hofmeister, Sie sind im Moment ein Eurojobber und Sie würden das bedingungslose Grundeinkommen sehr willkommen heißen. Warum? Also meine Idee dazu wäre irgendwie, dass ich es irgendwie für eine sozial gerechte Geschichte halte und auch eine sehr gesunde, für im Prinzip für alle Menschen irgendwie so, weil sich weil nicht nur das Geld irgendwie umverteilt werden würde, sondern unter eben auch Arbeit irgendwie. Also es könnte durchaus irgendwie ein großer Beitrag zur Entschleunigung in unserer Leistungsgesellschaft sein, wo wenige Leute ganz viel leisten, viele oder einigermaßen viele irgendwie gar nicht die Chance haben, irgendwie irgendwas zu machen. Und das könnte auch besser verteilt werden. Und also das ist so ein bisschen die Grundidee, warum ich das irgendwie auch irgendwie als gute Idee empfinde. Und diese Geldgeschichte, die da diskutiert wird, also es steht eh alles in den Sternen, irgendwie wie sich irgendein Rechenmodell dann irgendwann daraus entwickeln könnte irgendwie, aber dadurch. Aber ist das auch so ein bisschen immer dieser Neid, oh, die Reichen, die haben zu viel Geld und die geben nichts ab und ich will auch was vom Kuchen? Also für mich überhaupt nicht irgendwie. Ich lebe schon länger irgendwie mit relativ wenig Geld und ich glaube, ich lebe trotzdem einigermaßen gut. Ich kenne aber auch irgendwie viele Leute, die zum Beispiel irgendwie arbeiten irgendwie bis zum Umfallen sozusagen und die es vielleicht auch müssen aus Zwängen, wie auch immer, finanziellen oder was für Zwängen auch immer irgendwie und also was ich eigentlich nicht gutheißen kann irgendwie so und was auch also allemal nicht gesund ist irgendwie und viele Leute, die Potenzial hätten, Lust hätten, sitzen zu Hause und können nichts machen irgendwie, weil es bezahlte Arbeit irgendwie nicht gibt irgendwie oder viel zu wenig gibt irgendwie und das wäre einfach irgendwie diese Umverteilungsgeschichte irgendwie in jedem Bereich. Aber ich
meine, dann wäre doch eigentlich eher die Lösung, mehr die Arbeit umzuverteilen. Genau. Und das nicht jetzt hier über Sozialleistungen zu machen. Ich meine, erstens weiß ich auch, dass viele Leute bis zum Umfallen arbeiten, weil sie einfach die Löhne zu niedrig sind. Also wenn ich jetzt hier irgendwo einen Lohn habe, irgendwie als Leiharbeiter im Hafen da oder in der Logistik und dann 6,50 Euro kriege, und dann kann man sich ja mal ausrechnen, wie lange ich arbeiten muss, wie viel ich arbeiten muss, damit ich dann überhaupt über die Runden komme. Oder ich gehe dann hin zum Staat und muss ergänzend Alt II beantragen. Und so wäre es ja dann bei dem Grundeinkommen auch, jedenfalls nach dem FDP-Modell. Da würde man dann sagen, ist ja ganz egal, wie wenig ihr verdient, den Rest zahlt der Staat. Ich bin dann dafür zu sagen, dann soll also die Arbeit lieber anständig bezahlt werden. Ich wollte gerade sagen, wäre das nicht ein Modell, ja, wenn wir nämlich über diese Sektoren sprechen, den tertiären Sektor, wo dann eben Dienstleistungen drunter fallen, die humanitären Hilfen und so weiter, die einfach schlecht bezahlt werden, wäre das nicht eher eine Möglichkeit? Ja, aber ich meine, dann bin ich eher dafür, die auch zu bezahlen, richtig anständig zu bezahlen. Und das ginge ja. Wir brauchen im Augenblick unheimlich viel, Sie haben das ja schon gesagt, Dienstleistung im Pflegebereich. Und das ist nicht irgendwas Unqualifiziertes, sondern gerade bei der Überalterung unserer Gesellschaft, da brauchen wir qualifizierte Fachkräfte. Ist auch nicht irgendwas, was durch ehrenamtliche Arbeit in der Familie mal eben geleistet werden kann. Und das könnte finanziert werden, wenn wir das so machen würden wie in Schweden und sagen würden, hier für diese ganzen sozialen Belange in unserer Gesellschaft muss eben Geld zur Verfügung gestellt werden, so wie wir jetzt ja den Anspruch haben auf einen Kindergartenplatz und auf eine Kinderbetreuung. Und so könnte es, glaube ich, wäre das also in meinen Augen jedenfalls eine menschenwürdigere Lösung, zu sagen, jemand soll anständig Arbeit haben und soll dafür auch anständig bezahlt werden. Und Arbeit brauchen wir genug. Und dann muss das aber eben dann eben auch notfalls, es gibt ja viele Dinge, die wir auch staatlich finanzieren, wie zum Beispiel Gesundheitswesen oder wie zum Beispiel hier Infrastruktur oder wie zum Beispiel das Bildungswesen. Genau. Also erst Herr Hulert, dann Herr Höhler. Ja, die Produktivität muss es aber irgendwo dann in einer Gesellschaft ermöglichen, dass wir uns das leisten können. Also es muss immer sozusagen ja irgendwo Wertschöpfung stattfinden. Ja, und das heißt ja eben. Aber das muss eben dann auch geguckt werden, wie machen wir das, wie schaffen wir es. Im Gesundheitssystem sind wir jetzt gerade stark daran, immer wieder zu gucken, wie kriegt man es da, dass die Kosten uns nicht weglaufen, weil die Entwicklung ist ähnlich wie im Bereich der Altenpflege so, dass da immer mehr Bedarf entsteht und die Kosten dann von der Gesellschaft erwirtschaftet werden müssen. Und genauso muss ein Grundeinkommen, muss alles erwirtschaftet werden. Und insofern muss man sich fragen, was kann man sich leisten? Und niemand gönnt Menschen nicht höhere Löhne, aber es muss irgendwo von der Produktivität getragen sein. Und das heißt, dann muss man ein Modell finden, wo eben sozusagen die Grundsicherung da ist und wo man dann ergänzend sozusagen den Leuten von denen, was sie wirklich dann auch noch zusätzlich leisten, auch genügend lässt. Denn im Moment haben wir doch das Problem, das ist ja von Rot-Grün so eingeführt worden, dass bei Hartz-IV-Empfängern 140 Euro dazu verdient werden konnten und alles andere ist dann weg. Ja, das heißt, es ist kein Anreiz, dann auch sozusagen sowas zu tun. Ich will nicht die Leute dazu bringen, dass sie dann für 6,50 Euro arbeiten. Das ist fern. Ich will eher, dass wir sozusagen in Richtung Vollbeschäftigung marschieren, dass sozusagen auch der LKW-Fahrer, auch die Friseurin und alle richtig bezahlt werden müssen, weil sie sich sonst ganz andere Arbeiten leisten, weil sie nämlich da besser bezahlt werden und nicht in solche Arbeiten auch gezwungen werden mit solchen schlechten Situationen aufgrund der Arbeitsmarktsituation. An der Schraube müssen wir, glaube ich, am allermeisten drehen. Also ich merke, dass bei mir so viele Sachen auftauchen, die ich dazu sagen könnte, dass es vermutlich den Rahmen der Sendung sprengen könnte. Das glaube ich auch. Dass es absolut notwendig ist, dass wir uns mit dieser Idee des Grundeinkommens intensiv beschäftigen. Und wenn Ihre Partei zum Beispiel ein Bürgergeldmodell vorschlägt, dann ist das ja kein Grundeinkommen in dem Sinne, dass es bedingungslos ausgezahlt wird, sondern es wird ja nur nach einer Bedürftigkeitsprüfung ausgezahlt. Zu dem, was Sie gesagt haben, Frau Ziegert, vorhin schon, es ist so, dass Herr Werner jetzt beispielsweise eigentlich kein Modell vorschlägt, kein fixiertes Modell, sondern dass wir überhaupt mal uns intensiver befassen mit dieser Idee und ihren Grundsätzen. Und da geht es weniger darum, dass wir uns von vornherein nur um Beträge und fixierte Arten der Gegenfinanzierung beschäftigen, sondern dass wir
dass wir überhaupt dazu kommen, uns mal das vorzustellen, was das heißt, wenn wir Einkommen und Arbeit ein Stück weit voneinander entkoppeln. Mhm. Und ich bin also absolut der gleichen Meinung wie Yogi, so ist ja dein... Herr Hofmann. Ich kannte gar nicht seinen richtigen okay. Namen. Also das ist eine... Das ist wirklich, es geht um Gerechtigkeit. Wenn ein Grundeinkommen jedem gezahlt wird, und zwar nicht nur, nicht nur dem Erwerbsarbeitslosen, sondern auch dem Erwerbsarbeitstätigen, dann können wir damit eine ganz andere, einen ganz wichtigen, bedeutsamen Schritt vollziehen in eine neue Form einer gesellschaftlichen Organisation, die nicht mehr von einer Atmosphäre der Angst und einer Atmosphäre extremer Ungerechtigkeit geprägt ist, so wie wir es heute erleben. Wir haben eigentlich die Situation, dass wir eine enorme Produktivität erreicht haben und dass die Generationen vor uns unheimlich viel erarbeitet haben an Verfahren, an Wissen und an Gütern auch, dass uns heute auch vieles an Arbeit abnimmt. So haben wir also jetzt durchaus die Chance, über so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen in existenz- und teilhabesichernder Höhe gründlich nachzudenken. Und es ist wirklich wichtig, aber dass wir das tun. Aber ich meine, das Land ist ja nun verschuldet eigentlich en masse. Wo soll das Geld denn herkommen? Also einmal ist es ja so, dass die Schulden der einen sind ja immer die Vermögen der anderen. Genau. Ja? Das ist schon mal wichtig. Ne, das muss man klar, wenn wir das immer so wiederkäuen, sag ich mal so, bis wir das dann glauben, dass alles so verschuldet ist, dann hemmen wir eigentlich, dass wir wirklich durchschauen, was möglich ist. Wenn wir über Grundeinkommen sprechen, ich kann jetzt nicht in die Details gehen, was die verschiedenen Ansätze angeht. Sie können das sehr einfach auch im Internet beispielsweise nachschauen unter archiv-grundeinkommen.de. Da sind die verschiedenen Ansätze, Modelle, da sind aktuelle Nachrichten ohne Ende abgelegt. Aber grundsätzlich ist doch wichtig zu sehen, dass es da also Finanzierungsmöglichkeiten sehr wohl gibt. Und zwar von auch namhaften Instituten durchgeführte Finanzierungsmodelle dadurch gerechnet worden sind. Und dass wir uns ja auch konfrontieren müssen mit der Realität, dass das, was dann daraus entsteht, dass wir eine sinnvolle soziale Organisation realisieren, idealerweise, das schwebt uns ja vor. Idealerweise, ja? Das ist das Stichwort von Ziegert. Nee, Entschuldigung, jetzt muss ich meinem Frau Ziegert, juckt schon in den Fingern. Ja, also ich meine, erstens, es gibt keine Entkoppelung von Arbeit und Einkommen. Alles, was an Einkommen jemand hat, ist von jemand anders erarbeitet worden. Ich meine, es wäre vielleicht noch einfacher, wenn wir Ölquellen hätten wie in Venezuela oder so. Da hätte man da sehr viel Rendite zu verteilen, aber das haben wir nicht. Alles, jeder Cent, der hier zu verteilen ist, ist erarbeitet worden. Und deswegen geht es ja um eine Verteilungsfrage. Da habe ich ja große Sympathien mit Ihnen, Herr Höfner, oder mit Ihnen auch. Es ist ja ungerecht in unserer Gesellschaft. Die einen haben Arbeit im Überfluss, die anderen haben keine, die einen haben viel Geld und die anderen bangen um ihr Auskommen. Es geht also um eine bessere Verteilung. So, aber dann sage ich, also es muss ja doch eine, es wird ja, kann ja doch wohl auch eine bessere Verteilung von Arbeit geben. Und Arbeit, das sehe ich, haben wir genug. Wir haben natürlich riesige Produktivitätsgewinne in der verarbeitenden Industrie, ohne Frage. Aber wir haben doch noch riesige gesellschaftliche Arbeitsbedarfe im Bereich des Menschlichen, im Bereich der menschlichen Dienstleistung. Ja, nur da ist es genau an dem Knackpunkt, wo wir eben schon waren, dass nämlich genau diese Arbeiten ja so schlecht bezahlt werden. Es wäre ja auch ein Ansatz, darüber nachzudenken. Ja. Also es gibt ja die große Debatte der Mindestlöhne, ganz klar. Mhm. Aber generell mal zu gucken, also was stärkt die Gesellschaft? Dazu muss ich eben dann noch eins sagen und vor allen Dingen, Sie tun dann so, als ob es hier nur eine Verteilungsfrage zwischen Arbeitenden und Nichtarbeitenden, also zwischen der Arbeiterschaft sozusagen gäbe. Wir haben aber hier eine Verteilungsfrage zwischen Kapital und Arbeit in unserer Gesellschaft. Und Sie, in dieser ganzen Debatte nehmen Sie die Seite der Arbeitgeber, der Unternehmer, des Kapitals völlig aus. Im Gegenteil, durch das Grundeinkommen wird ja die Lohnzahlung eigentlich entkoppelt
von den Existenzbedürfnissen. Und das heißt, das ist ja ein Freibrief dann letzten Endes für noch weitere Ausweitung des Niedriglohnsektors. Das sehe ich auch als Folge des FDP-Modells. Da wird Herr Bullert anderer Meinung sein. Frau Ziegert, wir diskutieren das ja. Aber den Erfolg haben wir ja schon. Frau Ziegert, wir diskutieren das ja schon an anderer Stelle auch in der Bürgerschaft immer wieder. Die Frage hängt in der Tat davon ab, wie der Arbeitsmarkt sich entwickelt und wie der Arbeitsmarkt aussieht. Wenn Sie Richtung Vollbeschäftigung gehen, wo wir lange noch nicht sind und wo Bremen noch größere Probleme hat als die anderen Bundesländer. Die haben nämlich jetzt vom Aufschwung profitiert und wir haben sozusagen Arbeitslosenzahlen im Gegensatz zu den anderen Bundesländern hier leider noch nicht abgebaut. Insofern ist doch einfach dann auch mal die Frage, wenn wir eine Entwicklung haben, die dahin führt, dann ist es doch so, dass dieser Niedriglohnsektor auch verschwinden wird, weil einfach die Arbeitskräfte nicht gewonnen werden können. Und dann müssen sie sich als Arbeitgeber auch strecken, die Leute zu finden, die die Arbeit tun können und auch die Arbeit in dem menschlichen Bereich, die heute schlecht bezahlt ist, wo wir viel mehr auch ausbilden müssten, ja, da fehlen uns ja auch Fachkräfte inzwischen, dass wir dort einfach hingehen könnten und sagen, da muss einfach mehr bezahlt werden, weil sonst kriegen wir die Arbeitskräfte nicht. Aber wir haben doch die Diskussion immer wieder, wie viel können wir bezahlen und wie viel können wir uns leisten. Und da ist das Problem eben an der Frage der Bedingungslosigkeit die Frage, wie wird es als gerecht empfunden von all den Beteiligten. Sie sind angesprochen, denen, die es bekommen und denen, die es bezahlen. Und die es bezahlen, das sind in der Tat diejenigen, die einerseits es über ihre Arbeit und andererseits über ihre Arbeitgeberfunktion bezahlen. Und das sind eben beide Seiten. Da muss ich ein bisschen widersprechen. Sie sagen so, das ist so die eine Finanzierung, oder bei Ihnen klang das auch durch, aber es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Modellen. Und da werden wir gleich weiter drüber sprechen, und zwar nach einer gleich ganz kurzen Pause, meine Damen und Herren. Bleiben Sie also dran, hier wird gleich weiter heiß diskutiert. Herzlich willkommen zurück, bedingungsloses Grundeinkommen, unser Thema heute. Herr Hofmeister, würden Sie denn, wenn Sie 1500 Euro bekommen würden, dann überhaupt den Anreiz haben, weiterzumachen, mehr zu arbeiten und zu sagen, jo, das ist richtig, richtig gut, ein Anreiz? Also mehr ist fast nicht drin irgendwie so, weil ich gehe da schon in den Job auf, den ich jetzt mache für 1 Euro irgendwie oder für 1,20 Euro. Ich mache den auch nicht, weil ich ein bisschen mehr Geld verdiene. Ich mache den, weil ich irgendwie Lust und Interesse dran habe, irgendwie was Sinnvolles zu machen. Und ich würde auf jeden Fall irgendwie weiterhin irgendwie was arbeiten wollen. Obwohl, Sie kriegen auch sonst eine Sperre, wenn Sie nicht hingehen, oder? Dann kriegen Sie gar kein Geld. Wird da nicht gekürzt? Im Moment würde ich, wenn ich mich... Nee, ich habe mir diesen 1-Euro-Job selbst gesucht. Wenn er mir angeboten würde von der Barges irgendwie so, dann müsste ich irgendwie was machen oder so. Ja, dann, wenn ich den ablehnen würde irgendwie so, dann würde ich eine Sperre kriegen. Ja, das ist voll richtig irgendwie. Aber wie gesagt, ich habe Eigeninitiative entwickelt, habe mir den Job selbst gesucht. Und mache den auch gerne. Und darum mache ich auch vielleicht manchmal irgendwie so mehr, als ich sogar müsste, weil ich die ganze Geschichte da als sinnvoll empfinde. Aber wenn Sie jetzt 1500 bekommen würden, würden Sie dann noch in die Tischlerei gehen und sagen, für ein normales Gehalt, was ein Tischler sonst bekommt, würde ich trotzdem noch zusätzlich arbeiten gehen? Jeden Tag 8 Stunden. Das ist ein Anreiz. Es muss ja nicht unbedingt jeden Tag 8 Stunden sein, irgendwie, aber vielleicht irgendwie noch ein bisschen was dazu verdienen, dass man sich dann irgendwie doch irgendwie einmal im Jahr einen Urlaub leisten kann oder ja, durchaus. Ja, aber dann stellt sich doch genau die Frage des Arbeitgebers. Also jetzt im Augenblick diese 1,50, also die blaue Karawane, mit der Sie arbeiten, die kann da sicher nicht mehr bezahlen, aber Sie arbeiten ja nicht für 1,50, sondern das geht ja nur, weil Sie das Grundeinkommen, nämlich Hartz IV, haben. Jetzt wäre das Grundeinkommen 1500, allerdings müsste er davon ja seine Krankenversicherung finanzieren. Genau. Und durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer wären die Lebenshaltungskosten ja ungleich. Ich glaube, die Kaufkraft würde bei 750 Euro circa liegen. So, und also insofern würde das sich gar nicht viel nehmen. Und die Frage ist dann letzten Endes, was zahlt ihm denn jetzt sein Arbeitgeber? Im Augenblick ist das ja auch ein sozial subventionierter Job jetzt sozusagen, eine Arbeitsgelegenheit, die aber eigentlich noch draufkommt auf das Grundeinkommen, was, wenn es auch nicht bedingungslos ist, was sie jetzt schon durch Hartz IV kriegen. Und von daher wäre ja für mich die Frage, ob nicht, also dadurch, dass wir also diese
diese Existenzabsicherung, die wir ja in unserem System haben und die müssen wir ja auch haben, erreichen könnten, dadurch, dass wir also einerseits hier Hartz IV entbürokratisieren, da also die gewissen Schikanen lockern, also den absoluten Arbeitszwang, die Zumutbarkeitsregelungen lockern. Auch dann würde ja schon die Konkurrenzfähigkeit, also die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt möglicherweise wieder größer werden und die Leute besser behandeln würden, weil ich glaube, also ein großer Teil der Ablehnung dieses Systems kommt ja daher, dass die Leute sich schlicht schlecht behandeln fühlen und zwar auch zu Recht und gezwungen fühlen. Und ich denke, da sollte man lieber reformieren, statt dass man jetzt hier so ein Riesensystem in Gang setzt. Wie Herr Höfener sagt, ja, die Finanzierung eigentlich auch nur so ein Denkmodell ist und die Finanzierung ja auch völlig ungesichert ist. Das wollen wir Herrn Höfener jetzt gleich mal fragen. Die Finanzierung, wir haben schon gehört, die Mehrwertsteuer soll erhöht werden, die eigenen Abgaben müssten, Sozialabgaben müssten selber getragen werden. Das heißt, die Kaufkraft würde bei 1.500 Euro fast auf die Hälfte sinkt, nämlich auf 750. Das kann natürlich nicht der Sinn der Sache sein. Also das ist auch, da muss ich auch widersprechen. Wie soll das finanziert werden? Also die Kaufkraft soll ja gemessen an dem, was wir jetzt für 1.500 Euro uns leisten können, gemessen sein. Also das, da werden wir auch nie umhinkommen, da immer wieder neu zu schauen, weil mit auch nicht nur mit Worten, auch mit Zahlen lässt sich trefflich streiten. Also sagen Sie mir eine Zahl, ich sage Ihnen auch eine Zahl. Das ist also gefährlich. Wenn wir auch jetzt Gegenrechnungen anstellen, so haben die ja auch das Manko, dass sie entweder eine fiktive neue Situation annehmen, mit neuen Finanzierungswegen oder aber sich basieren auf die, wie wollen Sie es finanzieren? Oder auf die jetzige Art und Weise, wie wir Steueraufkommen zum Beispiel generieren in diesem Staat. Und es gibt da, wie gesagt, verschiedene Ansätze und es ist so, wenn wir alle Sozialtransferleistungen zusammen addieren, kommen wir schon jetzt auf einen Betrag von, ich sage mal, 800 Milliarden Euro oder Herr Schäuble hat neulich, glaube ich, sogar gesagt, eine Billion Euro. Wenn wir das also durch 80 Millionen teilen, dann kommen wir ja schon auf den Betrag von 900 bis 1000 Euro. So, dass das also, wenn wir da, ich lade uns alle ein dazu, dass wir mal einsteigen in diesen Denkraum, in dieses Denkspiel, weil wir brauchen mal Luft. Und wir müssen nicht glauben, dass wir nur technische Innovationen brauchen für dieses Land und nicht nur für dieses Land, sondern wir brauchen auch soziale Innovationen. Okay, bei 900 bis 1000 Euro, wir müssen davon ja noch was bezahlen. Krankenversicherung, alles was wegfällt, Rentenversicherung. Dann geht logischerweise von diesem Betrag was runter. Dann haben Sie nicht die Kaufkraft von diesem Betrag. Dann ist ganz klar, dass da was weggeht. Es muss immer wieder gesamthaft was soll dem Menschen das dann bringen? Geguckt werden, was für ein System haben wir, was haben wir zum Beispiel für eine Gegenfinanzierung. Wenn es zum Beispiel so laufen würde, dass schrittweise die Mehrwertsteuer deutlich erhöht werden würde und zwar so, dass die Grundnahrungsmittel beispielsweise vielleicht sogar steuerfrei erhältlich wären oder zu einem begünstigten Steuerbetrag, wie das Herr Werner ja auch vorschlägt, um gerade diesen Ungleichgewichten in der Vermögensverteilung entgegenzuwirken. Man muss in der Tat ja sich auch bereit sein, sozusagen Sozialsysteme neu zu denken. Deswegen haben wir ja auch mal Bürgergeld gesagt, weil es geht ja dabei um ganz viele Fragen. Ja, also wir haben ja nicht nur Hartz IV, wir haben ja auch Wohngeld dazu. Wir sind ja in ähnlichen Größenordnungen schon, was man so kriegt zum Leben. Also insofern ist das ja nicht ganz weit weg. Die Frage ist, wie entbürokratisiert man das? Und wenn man so eine Höhe hat, ja, dann muss man sich stellt sich auch sofort die Frage, wie sieht's mit Rente aus? Ja, wer soll noch in eine Rente einzahlen und warum sollte jemand in eine Rente einzahlen, wenn er bedingungslos bis zum Lebensende sozusagen diese Höhe kriegen kann? Warum soll ich da was anlegen und zurücklegen? Also solche Fragen. Das ist mit extrem bedürftigen Menschen. Ja, und extrem bedürftige Menschen. Da muss es immer Sonderregelungen für geben. Wir haben ganz viele Behinderte, wo sie über Eingliederungshilfe und so weiter sehr viele zusätzliche Leistungen geben müssen. Aber worauf ich auch noch hinaus wollte, ist, diese Fragen müssen wir diskutieren. Die Fragen müssen wir auch diskutieren, in der Frage, wie sieht es aus, welchen Teil des Transfers zahlt der Bund,
welchen Zeit die Länder und was zahlen die Kommunen? Bremen wird als Kommune mit hoher Arbeitslosigkeit, Bremerhaven noch mehr, mit noch höherer Arbeitslosigkeit, sehr von sozialen Ausgaben aufgefressen. Ja, die Frage ist da auch nicht nur die Verteilung zwischen den Menschen, sondern auch die Verteilung von Steuern und welche Gebietskörperschaft zahlt es denn jetzt? Zahlt es der Bund? Sollen ja auch alle Steuern wegfallen, mehr oder minder? Ich frage mich dann, wie soll dieses Bruttosozialprodukt erwirtschaftet werden von nur noch einigen? Herr Hofmeister war so nett und ehrlich und hat gesagt, na ja, ein bisschen was zu verdienen würde ich mir schon, aber ob ich jeden Tag 8 Stunden arbeiten gehen würde, wer soll das erwirtschaften? Ja, da stellen Sie genau die Frage nämlich. Ja, Herr Höfner, ich stimme Ihnen ja zu. Man wird das jetzt nicht im Einzelnen durchdiskutieren können, wie die Finanzierung ist. Aber so einfach, finde ich, kann man sich's auch nicht machen, nun völlig außer Acht zu lassen, was die finanziellen Auswirkungen dieser Modelle sind. Und zwar an dem Punkt, den Sie gesagt haben, Herr Buhlert, was wird nämlich noch als gerecht empfunden? Ja. So, und wenn es jetzt irgendwie letzten Endes ein System ist, wo aber eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung dann sagt, ja, und da zahle ich jetzt drauf, dafür, dass jetzt hier irgendwie so ein schönes System eingeführt wird. Naja, deswegen sage ich ja, muss man sich nun doch mal mit diesen unangenehmen Einzelheiten beschäftigen und eben sagen, wie soll es finanziert werden, ja? Und es gibt ja verschiedene Modelle dann auch, wie es finanziert werden soll, aber sie haben alle, setzen alle eigentlich daran, dass schon derjenige, der nicht, also gerade überwältigend viel verdient, schon relativ hohe Abgaben zahlen muss oder dieses Grundeinkommen ist eben nicht höher als das jetzige Hartz IV. Und das wird ja dann nicht als wirklich bedingungslos empfunden. Wenn ein Manager oder ein Unternehmer verdient ja auch nur so viel, wie er eine gute Mannschaft hat. Wenn diese Mannschaft aber nicht mehr existiert, dann gibt es ja nicht mehr die Reichen, wo man auch vielleicht umverteilen will. Außerdem kriegen die dann ja auch 1,5 oder was auch immer an Bürgergeld. Bricht es da nicht zusammen? Ja, das ist die Frage, die immer wieder auftaucht. Ne? Das ist, wir kommen an unsere Glaubensberge ran, wenn wir über Grundeinkommen sprechen. Ne? Was haben wir für ein Menschenbild? Was glauben wir, wo kommt das Geld eigentlich hergeflogen und so weiter? Und uns tut diese Bewegung, dieser Idee in ihren ganzen Facetten außerordentlich gut, damit wir da mal ein bisschen Luft reinbringen und ein bisschen Gegenperspektive auch entwickeln können oder überhaupt ein bisschen öffnen den Raum auch für neue Ansätze. Wir brauchen das dringendst. Und die Finanzierung, wie gesagt, die haben schon verschiedene Institute durchgerechnet. Also zum Beispiel das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut, berechnet. Ja. Und die andere wichtige Frage, Entschuldigung, würde ich gerne noch sagen. Also wir kommen in Berührung mit dem, wie wir glauben, wie der Mensch ist. Ob der Mensch zur Arbeit gezwungen werden muss oder nicht. Genau. Ob er aus freiem Antrieb heraus handelt oder nicht. Und gehen Sie hier 500 Meter weiter Luftlinie zum Arbeitsamt, gucken Sie sich das an, wie Menschen da menschenunwürdig offenbar eine Behandlung erleben und quasi gezwungen werden, irgendwas zu tun, was sie vielleicht gar nicht als sinnvoll sehen. Herr Hofmeister, werden Sie zur Arbeit gezwungen? Entschuldigung, Frau Zigan. Nee, ich nicht, weil ich mich selbst drum gekümmert habe, aber es gibt es irgendwie natürlich schon irgendwie, ja, deutlich irgendwie. Und da kann ich dann nur mal wieder an die arrivierte Politik irgendwie appellieren. Irgendwie, wie war das mit der Vollbeschäftigung irgendwie? Das ist leider ein bisschen lange her. Ja, das ist lange her, aber gucken Sie mal nach Bayern. Da sind wir inzwischen bei 4% Arbeitslosigkeit. Die haben eine andere Struktur, die haben einen anderen Strukturwandel hingelegt, von einem Agrarland eben sich wegentwickelt. Und wir sind ein Industriestandort mit alter Industrie. Da muss sich noch etliches ändern hier in Bremen. Aber die Frage, die sich stellt, ich bin ja gerne bereit, über vieles nachzudenken, wie Menschen ihr Verhalten verändern. Aber das Problem ist, wir haben viel Arbeit, die getan werden muss. Frau Ziegert hat darauf hingewiesen, es gibt Arbeit, die wir heute schon haben und die nicht bezahlt werden kann und nicht bezahlt wird auf jeden Fall. Und insofern stellt sich die Frage, wer macht dann diese Arbeit, ja? Und welche Motivation gibt es für Menschen, diese Arbeit zu tun? Und dann entsteht ja genau dann der Arbeitsmarkt erstmals, wenn wir genau das haben, dass nämlich derjenige, der Arbeit sucht, Erwerbsarbeit sucht,
dann auch die Möglichkeit hat, Nein zu sagen. Ja. Das heißt, er hat einen gewissen Freiheitsraum. Heute haben wir die Realität, dass er im Grunde die Erwerbsarbeit, die ihm angeboten wird, zu irgendwelchen Bedingungen annehmen muss, weil die Anzahl der Suchenden ist viel größer als das Angebot an Erwerbsarbeit. Also sinkt der Preis der Arbeit. Wir haben aber doch die Chance, über sozusagen Qualifikation sozusagen auch sich einen Freiheitsgrad da mehr zu schaffen. Ich weiß, dass das nicht für alle zutrifft, weil es nicht alle sozusagen erreichen können, aber da kann man auch sozusagen über Bildung Freiheitsgrade mehr schaffen. Und die Frage bleibt dann am Ende sozusagen, wie das auf die Motivation der Menschen wirkt. Das wissen wir alle hier am Tisch nicht und das ist eine Frage, die man erst untersuchen sollte, bevor man Experimente startet. Das ist vor allen Dingen eine Frage, die wir hier heute nicht mehr klären können. Herr Bulat, Frau Ziegert, Herr Hövener und Herr Hofmeister, vielen Dank, dass Sie meine Gäste waren. Es klingt alles wunderbar, wenn es denn so finanzierbar wäre. Es sind noch einige Fragen offen. Das haben wir ganz klar heute festgestellt. Liebe Zuschauer, Sie können da jetzt gerne noch ein bisschen weiter drüber denken. Wir werden wahrscheinlich jetzt gleich auch hier noch ein bisschen weiter diskutieren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Tschüss.